Projekt von mir vorstellen. Und zwar gibt es das schon seit 2011. Ist ziemlich frei. Frei? Naja, das Projekt ist kurz nach dem Ende des Studiums entstanden und die Projekte dort waren doch ziemlich themenbezogen und ich wollte endlich mal wieder was Eigenes machen. Und entstanden ist die Grundidee dafür bei einem Zeichenabend mit einem guten Freund von mir. Wir haben Spinnen gezeichnet. Mir eine in Real begegnet, dann bin ich auch erstmal so. Aber als Cartoon-Figuren sind sie doch durchaus erträglich. Aktuell existiert dieses kleine, dicke Aquarellskizzenbuch. Diese Spinnen dann Tweeters getauft und das ist das Logo. Das war mein erstes Testbild, um zu schauen, mit welchem Medium ich dann eigentlich diese Spinnen-Cartoons anfertigen möchte. Also die großen Flächen mit Aquarell, die funktionierten für mich, aber der Körper der Spinne mit Copic-Markern, ja, damit war ich nicht zufrieden. Deswegen fing ich an, mit Aquarell ebenfalls die Körper der Spinnen zu kolorieren und das gefiel mir dann schon wesentlich besser. Erstmal fing ich an, einzelne Spinnen in bestimmten Posen mit bestimmten Kleidungsstücken zu zeichnen. Dann wurden die Bilder etwas umfangreicher. Ich habe mehrere Spinnen in ein Motiv reingebaut, hier zum Beispiel Herbst. Irgendwann kam ich dann auf das Thema Mittelalter und da habe ich eine Art Panoramabild erstellt. Denn das Ende des ersten Bildes ist der Anfang des nächsten. Und so weiter. Und das folgende Bild, das spielt sich quasi unter der Burg ab. Ja. Die abtrünnige Folterkeller. Auch Spinnen lieben ab und an bei schönen, gemütlichen Feierlichkeiten den Alkohol. Auch das Thema Halloween ist an den Spinnen nicht vorbeigekommen. Auch Zombies erhielten bei mir eine gewisse Daseinsberechtigung. Eine Zombiespinne kommt selten allein. Und jetzt auch neu, mit Fledermaus. Yeah. Ach, sogar für die Katze ist der Flug der Hexe viel zu schnell. Ach Scheiße, immer ploppen mir die Augen raus. Ich hab viel zu viele. Ich verliere sie schon alle. Ach Menno. Der Mistelzweig kann für den einen oder anderen schon zum Horrortrip werden. Ach komm schon, nur ein kleines Küsschen. Und auch Rudolf mit der roten Nase ist zur Weihnachtszeit nicht weit. Und der Grinch wird das Weihnachtsfest hassen, auf alle Zeit. Oh, wie das duftet aus dem Ofen, brauche ich mir kein Weihnachtsgebäck zu kaufen. Yummy. Weihnachtsfest für klein und groß, sogar mit dem Fliegenhaustier auf dem Schoß. Und der Weihnachtsengel kommt dahergeblasen, hat es nicht so mit langen Phrasen. Als hübsche Weihnachtskugeln gut versteckt, haben sie schon manchen Spaß für sich entdeckt. Auch der Übergang zum neuen Jahr wird begangen mit viel Alkohol und lecker Salzstangen.
Mach's da mal gut, altes Jahr. Wir sehen uns nie wieder. Das letzte Bild ist quasi ein Porträt eines sehr guten Freundes, der leidenschaftlicher Sammler ist. Und ein begnadeter Pianist. So, das war es dann auch schon mit den Tweeters. Mehr habe ich leider nicht, aber mal sehen. Vielleicht greife ich das Projekt mal wieder auf. Lust hätte ich schon ein bisschen zu.